starten wir. Ich stehe hier mit Delia und Shamile von den D-Mädels der ISV und wir wollten ein kleines Interview gemeinsam machen und ja, heute direkt nach dem Heimspiel natürlich die erste Frage, wie ist das Turnier heute gelaufen? Ja, also das Turnier war eigentlich gut. Wir haben gut zusammen gespielt, nur das Ergebnis hat manchmal halt nicht ganz gestimmt. Ich sehe nicht genau. Welchen Platz habt ihr am Ende gemacht? Den sechsten, ja. Das ist doch kein so schlechtes Ergebnis. Das erste Spiel habe ich auch gesehen, das habt ihr gewonnen. Und danach ist es dann einmal ein bisschen unglücklich gelaufen. Ja, zweite Frage. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, Fußball zu spielen? Also ich bin dazu gekommen, dass mein Bruder früher schon Fußball gespielt hat, weil ich auch anfange. Okay, seit wann bist du dabei? Seit 10 Jahren ungefähr. Oh, das ist schon ganz schön lang. Wie ist es bei dir? Also bei mir, halt meiner Familie hat auch fast jeder Fußball gespielt und als ich klein war, habe ich dann auch immer im Garten gespielt und dann irgendwann habe ich gesagt, ich möchte auch jetzt im Verein spielen. Okay. Wie ist es so insgesamt bei euch in der Mannschaft? Wie fühlt ihr euch da im Team der D-Mädels bei der ISV? Also ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich denke, dass wir ein gutes Team sind und wir halten immer zusammen. Also ich fühle mich. Das ist ja auch fast das Wichtigste, noch wichtiger als ihr Ergebnis. Ich fühle mich auch sehr gut. Ich will dann noch nicht so lange, weil ich wurde auch sehr gut von der Mannschaft aufgenommen und ja. Ja, sehr schön. Unabhängig jetzt vom Turnier heute, wie ist die Saison bis jetzt bei euch gelaufen? Ja, also eigentlich ganz gut. Auf der Tabelle haben wir eigentlich bis jetzt einen guten Platz. Geht zwar noch besser, aber bis jetzt ist das eigentlich gut. Und ja. Ihr seid zufrieden. Ja. Ja, das ist schön. Was sollte sich in der Rückrunde vielleicht noch verbessern? Gab es irgendwie Sachen, wo ihr sagen würdet, nee, da müssen wir doch ein bisschen besser machen? Also wir müssen halt vielleicht mehr stehen auf dem Platz und laufen, aber sonst ist unser Spiel eigentlich ganz gut. Also wir passen noch. Okay, wann geht es wieder los mit der Rückrunde draußen? Wisst ihr das? Das wissen wir noch nicht ganz genau. Also ich glaube Mitte März. Ja, ich glaube, da habt ihr recht. Ja, es geht. Ja, okay. Letzte Frage für heute. Warum sollten Mädels bei der ISV in der Mannschaft mit dem Fußballspielen anfangen oder in der Mannschaft spielen? Ich würde sagen, Mädchen sollten anfangen, weil Fußball ist jetzt nicht nur ein Jungsport, sondern auch Mädchen können Fußball spielen. Mhm. Ja, also auch das. Und weil ich finde, dass jedes Mädchen, das hier bei ISV spielt, eigentlich glücklich ist. Also ich kenne jetzt keins, das unglücklich ist hier bei ISV. Hier sind alle willkommen und es ist auch schön, wenn wir zusammen Fußball spielen. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Danke, Shamile, und danke, Delia. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.